Einen wunderbaren guten Tag in die Runde und die Tageskarten für heute, den 18. und morgen, den 19. Morgen ist ein Neumond und der ist Ende Stier, genau. Wir haben Eintritt Jupiter in den Stier und wir spiegeln uns. Das sind Spiegelpunkte. Wir haben starke Jupiter-Mars-Pluto-Quadrate, was zum Stress führen kann. Lasst euch von außen mit irritieren. Jetzt aber zum hier aus den Karten des Feuers. Hole ich mal die erste. So, die erste alte Zauberfrau, die Kanga, der Blutweg. Blutweg ist die Verbindung zu den Urahnen und Ahnen. Und da geht es eben um den roten Faden, da geht es um die Bestimmung. Hier die Zauberfrau sagt auch wieder, das ist viel, viel Saturn. Die Bestimmung und die Kanker und ich gehe gleich weiter. Ups, wo sind sie denn? Ich baue gerade hier wieder um. Jetzt finde ich die Hälfte. Da sind sie ja, liegen sie einfach vor mir. Die Kanker, die einfach auch sagt, also da, weil das Weibliche ist einfach die eindeutige Blutlinie, weil sie gebiert das neue Leben und teilt sich damit. Das Männliche, der Samen, das ist eine frühere, aus den früheren Zeiten, das ist aber schon mehr eine religiöse Geschichte, dass der männliche Samen hereingeweht wird, was dann so viel bedeutet, dass es das Väterliche und das heute am Christi Himmelfahrt, da ist sie auch die Maria, die irgendwie den Heiligen Geist hineingeweht bekommt und so schwanger wird. Da passt die alte Zauberfrau. Und im Jüdischen es deswegen auch so ist, dass die Religionszuordnung nach der Mutter kommt. Da das gesichert ist, dass sie wirklich die Mutter ist. Und beim Vater, man es nicht so weiß. Ich denke, das wäre sonst durch den Heiligen Geist, der hat ganz schön irritiert. Okay, so viel zur Christi Himmelfahrt jetzt. Und der Kanker, dem Blutweg. Also der Verbindung, den roten Faden zu den Ahnen. Und ich hole uns jetzt noch für morgen, das ist aber für heute und morgen, die Shakti, die Bamasi Hekate. Ich wusste, dass sie kommt. Sie ist schon wieder Heket, Hekate. Das sind auch wieder der rote Faden in der Zauberei. Die alte Zauberfrau Hekate. Und wir hatten beim letzten Mal Heket, die Krötengöttin aus dem Ägyptischen, die sich auch hier als Hekate zu zeigen gibt. Und es heißt, sie ist wirklich auch ein starker Saturn. Saturn ist weiblich, darf man nicht vergessen. Es ist ein Erdzeichen, der Steinbock. Und das ist einfach hier die Hekate, die auch eine Zauberin ist. Da sind immer die Wandelaspekte mit drin. Aus der Alten wird das Jüngste. Und es geht, das ist der Neumond in dieser Dunkelheit. Hier, Chris Walther tut sie ja wirklich als Göttin der Dunkelheit auch beschreiben. Wird das Junge, das Kleine, das Neue geboren.
Und wir haben ganz schön viel Wechseln in die Zeichen. Es ist jetzt noch mal einfach an der Zeit, auch Geduld zu haben. Also ich spüre das ja selber, dass man sich nicht selber verwirrt und ungeduldig wird, weil es die Zeit, wenn sie im Wandel ist, ist einfach chaotisch und es dauert einfach noch etwas. Saturn steht ja hier im Fisch, der reinigt sich komplett von allem Alten. Saturn ist der Karma-Planet. Da kommen wir dann zu Kali. Hallo, da ist ja schon auch wieder, da ist sie ja auch wieder in ihrer dunklen Seite, die Shakti. Es ist spannend, es ist eine ganz starke Zeit. Also hier Neumond, das ist zum Meditieren oder anständige Rituale zu machen. Was ist anständig? Also auch dann nicht vom Ego besetzte Rituale. Weil das geht immer nach hinten los. Vor allem für sich selber, weil man geistig dabei nicht wächst. Viele wünschen sich einfach eine alte Geschichte wieder. Mit Sicherheiten und Eierkuchen und Freude. Freude kommt von sich aus. Also da, wenn man in sich wächst, kommt die Freude, weil man einfach das dritte Auge aufmacht. Ich mache jetzt im Moment, weil dieser Neumond so stark ist, es ist Portal, 10 Portale der roten Schlange. Also heißt, dass da die Kundalini total im Aufsteigen ist. Die nächsten 10 Tage, die Portaltage, und da Herz und drittes Auge sich verbinden wollen, damit alle, die im Erwachen sind, einfach auch das Herz spüren. Na, nicht, dass man da an Herzkummer leidet, wenn man genau hinschaut. Ich habe das Navigator-Tarot dabei. Das ist auch die Zeugung Ass der Münzen. Das Ass. Das ist ein schönes Tarot auch, auch irgendwie völlig untergegangen. Ich habe ihren Namen vergessen. Sie ist eine Seglerin, sie hat die Welt umsegelt. Die Macherin dieses Tarots. Es ist unglaublich schön. Sie schreibt es unglaublich schön. Das ist der Ass der Münzen, die Zeugung. Und sie weiß einfach auch, von was sie schreibt, gerade jetzt, also diese Aufbruchsenergie dieses Tarots, das Navigator-Tarot, das werde ich euch auch nochmal, also beim nächsten Legen habe ich dann auch das Büchle, dass ich euch von ihr was noch erzähle. Und wir haben das Ass der Münzen, ist natürlich der große Schutz, Erdschutz. Die Göttinnen schützen uns im Neubeginn. Und da geht es wirklich um Schutz der Erde, die alte Zauberfrau Hekate und das Ass der Münzen. Also nicht dieses herangezogene Horror-Klima-Projekt, das völlig dumm ist. Na, weil im Ende wird alles zerstört. Aber darüber möchte ich noch mehr berichten. Ich werde jetzt vermehrt wieder solche Videos machen, die einfach auch die Homöopathie aufzeigen. Das ist alles Zerstörungswut der Psychose. Und das drängt uns, das kommt wirklich aus der Zeit der Maya. Es ist unglaublich, jetzt kam dann die rote Schlange herein, also heißt der Maya-Kalender, Portaltage sind Maya-Kalender Energien, also das haben die aufgeschrieben, die Maya-Astrologen, und das kam wieder bei mir rein, die letzten Tage, und da Ass der Münzen ist ganz, ganz konkret, geht es um die Umsetzung hier im Weltlichen auf Mutter Erde. Und da wird Zauber gewirkt, die Zeugung. Das passt ganz gut zu Christi Himmelfahrt.
da kommt der Wind rein, na, der auch sich dann auf Erden, dann die Zeugung, neue Kinder durch sein Pusten, das ist wie die Pusteblume, so. Man pustet rein und die ganzen Samen verstreuen sich und werden dann zu vielen, vielen Löwenzahn Gewächsen, die so, so gesund sind und hilfreich. Gut. Dann Satnam, habt einen klasse Neumond und wir hören uns. Tschüss.